Herzlich willkommen heisst es bei der Riedgarage Seewald das ganze Jahr. Und natürlich ganz besonders noch ein Tag vor der Frühlingsausstellung. Herzlich willkommen, so empfinde ich es immer, wenn ich in die Riedgarage gehe. Man ist willkommen, zum einen Kaffee trinken, zum einen Schwätzen ablassen, zum dies und jenes zu erfahren, um auch lustig zu sein. Und an dem Tag vor der Frühlingsausstellung, da habe ich mit dem Seniorchef, mit dem Thomas Schwendener, geredet über das, was er hier geschaffen hat. Jetzt stehen wir hier für uns von der Riedgarage. Wir sind jetzt im 52. Jahr gekommen und morgen ist wieder Ausstellung. Aber es hat ja alles ein bisschen anders angefangen, oder? Ja, es hat anders angefangen. Also, hier rechts von mir ist das Elternhaus gestanden. Hier ist der Stall gestanden von unserem Vater. Also ein Stall, der Vater hat nie geboren. Wir haben einfach hier Pferde gehabt, wo wir vorher gegessen gingen. Und dann haben wir, zwei Brüder, der Hitsch und ich, haben miteinander die Hälfte von dem Stall ausgebaut in ein kleines Garage, das anderthalb Autoplatz hatte. Also der Stall ist jetzt dort, wo jetzt die Tankstelle ist? Dort, wo die Tankstelle ist, ist der Stall gestanden, ja. Und das Elternhaus, das wäre also... Das ist gerade also hier nebenzu gestanden, oder? Also da, wo jetzt eigentlich wieder Parkplatz ist? So. Ja, wo jetzt und noch ein bisschen Bürohaus. Aha, jawohl. Ja, oder? Ja. Dort war das Ding. Und dann, ein Büro haben wir keins gehabt. Also im zweiten Stock hier oben daheim. Dort haben wir so einen Tisch gehabt, wo wir das Zeug gemacht haben, am Abend. Nana musste das Telefon abnehmen. Alle paar Stegen einspringen. Und dann musste sie zu uns durchkommen, in den Stall, und sagen, es ist ein dran. Bis sie mal begriffen hat, wie ein Telefon tut, hat sie einfach gesagt, ja, ich will schauen, hat er Zeit. Und hat den Hörer wieder aufgehängt. Dann habe ich wieder, da hat man noch nicht ablesen, wer angeläutet hat. Und dann, ja, meistens hat er zweimal angeläutet. Und dann haben wir vom Steffi Köb, also Jakob Litscher, Berger Neugut, Vater, haben wir zuerst den Stall kaufen. Ja. Das ist der da, wo jetzt Service Center draufsteht. Aha, ja, da hinten da. Ja. Was haben wir jetzt dort hinten? Dort haben wir jetzt die Prüfstrasse, wo der TC so das Auto abnimmt. Jawohl. Und die Prüfstrasse brauchen wir natürlich auch. Der TC ist ja nur zwei Tage in der Woche da. Jawohl. Und dann haben wir das ausgebaut in einer Garage. Jetzt musst du für lauter Enthusiasmus nicht vergessen. Du musst ja mit der anderen Hand zeigen, genau. Eben. Dann haben wir die Technik schreibt kaputt. Wir haben das noch nicht angebaut. Jawohl. Der, wo es Stahl ist, oder? Das ist erst später gekommen, weil die Prüfstrasse ist länger gesehen als unser Bäudeli. Dann haben wir es gebaut. Und dann haben wir wieder vom Steffi Litscher, wo jetzt der Unterstand ist, dort, wo Sepp Zelt steht. Dort haben wir Sepp Hurenhaus kaufen. Dann haben wir ihn abgebrochen und haben dort den Unterstand gemacht. Sepp war es zwei gewesen. Da haben wir die Alstein-Vertretung gehabt. Hoppla. Alstein haben wir da gehabt. Und wir hätten all gern eine A-Vertretung gehabt, weil wir haben mehr Alstein verkauft als unser A-Vertreter. Der war Jean Jenner. Aber der hat von Luther Mercedes verkauft, hat er kein Interesse an den Alstein. Darum haben wir alle 10, 20 Auto mehr verkauft als er. Und dann haben wir all die A-Vertretung gewählt, aber die haben sie uns nicht gegeben. Obwohl es Nerven brauchte, gell, die Alstein. Ja, sie haben ein bisschen viel Öl verloren. Doppelvergaser, Schleuswinkel, gut mit Solasen einstellen. Gell? Jawohl, genau so. Haben wir es gemacht. Ja. Und dann, einmal im Jahr 68. Also am 63 haben wir angefangen. Am 68. Also 63, da bin ich zuerst allein gewesen, ein Jahr lang. Und nach einem Jahr habe ich zum Bruder gesagt, er war Zimmermann gewesen. Ich habe nur die Zeit, du musst mir helfen. Das war der Hitsch gewesen? Das war der Hitsch gewesen. Ich habe gesagt, ich kann nicht Auto flicken und Teile holen, dann ist niemand da. Weil ich habe ja kein Lager gehabt. Ja, oder? Der Barbara?
Babette, Entschuldigung. Die hatte ein Kind, 1964 ist zuerst Barbara auf die Welt gekommen, oder? Und Barbara hat dann, oder Babette hat dann mit diesen Kindern Arbeit gehabt und konnte nicht unten in den Garage rumspringen, oder? Und dann ist der Hitsch gekommen und hat mir geholfen. Wir haben dann gleich gemerkt, dass er der bessere Händler ist als ich. Und dann habe ich ihn handeln lassen. Ich habe das Auto geflickt und mit den Kunden geredet und gemacht und da. Und dann, darum haben wir dann noch den Unterstand gebraucht. Weil wir haben dann dort die Austin ausgestellt. Und genau, ja. Die Occasionen. Und dann haben wir diese Bude gebaut. Hoi, 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 jetzt muss ich wieder drüllen, jawohl, das ist da. Also das ist jetzt das die... Das ist jetzt... die da hinten, gell? 869 gesehen. Genau, ja, ja. Siehst du, ja. Dort steht noch Gebrüder Schwenderne drauf, das haben wir zuerst geheissen. Wo? Ah, dort hier oben, genau. Oder? Ja, genau. Da bringen wir her irgendwie Gebrüder Schwenderne, genau. Und nachher ist Toyota gekommen und hat gesagt, am 68, wir dürfen nicht den Gebrüder Schwenderner eine Anvertretung von Toyota geben, weil sie ist ja der gleiche Importeur wie Austin. Dann hat er gesagt, ihr Mann eine andere Firma gründen. Dann kann er die Anvertretung über für Toyota. Dann habe ich ihn gefragt, Toyota, was ist denn Toyota? Dann hat er gesagt, das ist eine japanische Firma, riesige Firma. Dann habe ich gesagt, habe ich noch nie gehört. Dann hat er gesagt, ja, das kommt dann schon mal. Wir sind natürlich ein Jahr auf dem Markt in der Schweiz, oder? Und nachher haben wir die Vertretung gemacht und dann haben wir die Riegarage gegründet. Die Riegarage AG haben wir dann gegründet. Weißt du, das erste Auto, der erste Toyota, das war ein Corolla? Ein Sprinter. Aha, hoi. Und nachher ein Crown. Yes. Der Crown war der grösste. Ja, ja. Das war, glaube ich, der Rotlinger, der Heinz. Ja. Und wo der erste Crown gekauft hat, ja. Ja, und dann mit der Toyota ist es dann stark bergauf gegangen. Oh, weil einfach Qualität drin war, gell? Muss man ehrlich sein, oder? Ja, Qualität, der Preis hat gestimmt, oder? Qualität war immer gut gewesen wie der Japaner, das darf man sagen. Der Preis vor allem hat da gestimmt. Und was wir als erste Autofirma Toyota hatten, sind natürlich Radio gesehen. Und Fenster, die selber auf und abgegangen sind. Genau, und genau, Klimaanlagen. Genau. Klimaanlagen haben alle gelacht. Und haben gesagt, wir brauchen eine Heizung, nicht eine Klimaanlage. Und den Allrad, ziemlich schnell einmal, gell? Ja, Allrad ist schon ein paar Jahre gegangen. Ja. Der Terzl ist dann der erste. Ja, ja. Aber das ist sicher 10 Jahre gegangen. Weißt du? Zuerst haben wir nur Ding verkauft eigentlich. Sprinter, Corolla. Viertürige, Sprinter war ein zweitüriger. Und dann natürlich das Highlight für uns war der Celica. Celica haben wir in einem Jahr 80 oder 90 Stück verkauft. Nur Celica, das war ein Sportwagen. Und den haben wir nicht verkaufen, da haben wir nur können sagen, du kommst einen über, du musst noch ein bisschen warten. Und okay, das hat sich bis heute gehalten, Celica Club und Celica. Ja, es gibt immer noch Leute, die... Ja. Ein Celica Club, der ist heute noch aktiv, oder? Ich habe vorher ja mal ein Auto gehabt. Ich muss sagen, es waren hervorragende Garage. Heimliche Dulka, ein Austin GT, hat es alle eingeschifft. Und ich kann mich einfach erinnern, an das vergesse ich nie mehr, mit weder unglaublichen Geduld. Es hat immer, wenn es geregnet hat, den Auto hat das Wasser reingekommen. Dann hast du gesagt, es wäre dir noch lustig, zum Ausfindung zu machen, was wäre. Ich kann mich erinnern. Gell, kannst du dich erinnern? Und an dem Ort hast du dann Regen gemacht. Wie hast du das gemacht? Ich habe einen Schlauch her und einen Spritzalon. Und dann habe ich zuerst mal gemerkt in meinem Leben, dass Regenwasser und Schlauchwasser über ganz eine andere Oberflächenspannung hat. Denn mit dem Ding ist nie etwas hingerunnen, mit dem Schlauch. Habe ich einen Tag lang habe ich dort rumgespritzt und gemacht und da. Und jetzt nachher hast du, glaube ich, noch gespritzt und ich habe dahin geschaut, ob ich etwas gesehen, aber man hat dann nichts gesehen. Weißt du, und dann hast du das gemacht. Du hast ja wirklich Tage und Stunden eingesetzt. Und ja, ich habe ja kostet jetzt eigentlich nichts. Ja, das ist Service am
Dienst am Kunden, würde man heute sagen. Ja. After Sales Service. Auf gut Deutsch. Genau. Es war ein super Auto, hat eine Hydroelastik, wirklich speziell. Ja. Und dann jetzt einmal irgendwann geschneit und dann ist der Hitch gekommen und gesagt, schau, jetzt muss ich dir mal etwas zeigen. Dann ist er mit mir heute in Seevelbergo mit einem Derzelt und dann hatte ich einen Toyota. Ja, ja. Der Hitch war begeistert von diesen Firma. Ja. Er hat im Grabsterberg also im Ehebachbett, wo er ruhig fahren musste, wo er seine Schöflichkeit und Geist hatte. Oder? Und dort ist er ruhig gefahren mit dem Terzl 4x4, bis er 200'000 Kilometer drauf geht. Alle Leute haben gesagt, du spinnst, da kann man ja nicht durchfahren. Er schon, er ist all dort durch. Und gell, einmal, ich kann mich nur erinnern, der Hans war da unten. Der Hans, ja, der ist ja dann von der Fremdenlegion zurückgekommen. Er war ein Bruder, gell? Er war ein drillst Bruder, ja. Er hat die Lehre studiert. Und kurz vor der Privatisierung hat er das Temperament so weit gebracht, dass er nur fertig machen durfte. Aha. Ja, ja. Dann ist er aus lauter Frust in die Fremdenlegion. Und dann ist er nach 7 Jahren wieder zurückgekommen. Er hat natürlich nie eine Stelle bekommen. Er hat ja nichts gelernt, oder? Also nichts gelernt. Ein Lehrer, ja, die lernen eben nicht so viel. Ja, lernen Ferien machen, gell? Nachher habe ich gesagt, ja, kommst du zu mir ein bisschen, oder? Dann hat er einen, er war schon ein Tiefiger gewesen. Er hat alles mit Büchern. Er hat gesagt, musst du mir nichts sagen. Ich lese Bücher. Und wann mache ich es? Darum wollte ich sagen, weißt, mir hat er Gebrauchsanleitung für ihn, hat das studiert, ich bin bei Hutten auch nicht rausgekommen. Und dann hat mir gezeigt, wie ich muss irgendwie den Schliesswinkel mit dem Top und Gas und mit Lasern einstellen muss. Und dann habe ich das irgendwie mit der Zeit mal hast so her. So? Ja, mal mindestens so. Ja, nein, vor allem mal so her, dass ich wieder in die Garage fahren konnte. Oder? Ja. Also der Schliesswinkel ist die Zündung, oder? Genau, ja. Da hast du den Unterbrecherabstand gesehen. Früher, oder? Heute ist das alles elektronisch. Ja. Heute gibt es das nur. Der Schliesswinkel stellt sie selber ein. Zündzeitpunkt, alles stellt sie selber ein. Das ist vom Computer gesteuert. Wenn wir jetzt hier nach rumlaufen und dies und jenes zeigen, wird es nicht manchmal fast selber Angst, dass da alles geworden ist. Weißt du, wenn du so denkst, so der Stall und jetzt auf einmal die technische Einrichtung, hast du noch viel dazulernen. Ja, das ist ja der, ja, Meisterprüfung gemacht. Dort hat man einen Haufen gelernt. Dann bin ich 20 Jahre lang Experte gesehen für Lehrlinge. Da hat man sie auch jedes Jahr wieder vorbereiten müssen. Man konnte dann nicht etwas fragen, was man selber nicht verstanden hat. Durch das war man gezwungen, mal alle Kürze bei den Toyotas zu besuchen. Oder? Da gibt es jedes Jahr, jeder Mechaniker müssen, oder muss heute noch, 3-4 Mal einen Kurs, wo die neuen Modelle und mit allen Schikanen erklärt und auch geschaffen wird daran, oder? Ja. Dass man das lernt und die neue Technik wird einem eingebläut. Gell, also, gell. Oder? Und es ist wirklich auch länger komplizierter, muss man ehrlich sagen. Ja, es ist nicht verrückt komplizierter, wenn man weiss, wie es funktioniert. Es ist vielleicht die erste Zeit, bis man, ja, man sich mit dem befasst hat, oder? Dass jetzt einfach viel automatisch geht, solange der Computer recht tut. Du, warum heisst denn das Riedgarage? Und gell, wenn wir uns das so schauen, weißt du, da umkreisen uns ja Leute und die sind alle freundlich. Sie haben irgendwie auch eine vergessene Freude, oder? Jetzt und ich filme natürlich nicht. Aber irgendwie haben sie eine wahnsinnige Freude, gell? Das hast du immer gehabt, so ein bisschen ein Zuspruch. Bist du immer gut mit Leuten ausgekommen? Ich war zufrieden mit den Leuten. Jawohl, ja. Und wie ist auf den Namen Riedgarage gekommen? Eben da ist ja, von da weg raus, ist ein Bach gewesen. Ah, damals, mit ja. Sträucher. Und dort, wo vom Doktor das Haus steht, dort war ein Ried. Und aussen bis zum Bach war alles ein Ried. Einmal bis dort, wo es wieder ein bisschen gestiegen hat, gegen Richtung Birkenweg. Dort, dort hat es wieder einen festeren Boden gehabt. Aber da war ein Ried. Hier ein Salz, Meloriet. Wo ich im Bub war, haben sie da Gräbli gemacht und die Tonröhrchen hier. Und haben das als
entwässert eigentlich. Ja, Herrgott, aber Tümi, also jetzt muss ich mal fragen. 52 Jahre ist es her, gell? Wenn wir das so zusammenzählen, dann wärst du jetzt also 20, hast sicher früh angefangen, weißt du, 72, oder wie alt bist du denn? 78, heule. In zwei Monaten. Ja. Aber dann hast du gleich, dann, also erstens mal hast du es Kopf vergessen, bist unheimlich geistig fit und immer noch auf dem neuesten Stand. Und zweitens hast du recht früh angefangen, also mutig, ich habe mit 25 habe ich angefangen, ja. Dank der Nana. Geheiratet und angefangen. Dank der Nana, ja. Ja, mal, wenn du so ein bisschen zurückblickst und jetzt so ein bisschen das schaust, das Salzwort ist, jetzt sind ja deine beiden Söhne, oder der Alex und der Thomas. Ja. Also, würdest du es wieder gleich machen? Oder? Ich glaube wohl, ja. Ja. Obwohl es ein Herzbusiness geworden ist, gell? Wenn ja, das so es bisschen... ist schon härter als... Wir haben gute Zeiten gehabt, das darf ich sagen. Darum haben wir auch bald wieder etwas kaufen, was heute schwieriger ist. Ja, ja. Heute muss man schauen, dass man normal über die Runde kommt. Und aber es gibt, manchmal gibt es am Sonntag noch ein bisschen Butter aufs Brot. Aber sonst ist es schon härter geworden. Ja. Und eben, wir haben jetzt einen Tag vor der Ausstellung, vor der Frühlingsausstellung aufgenommen. Wir laufen jetzt einmal noch ein bisschen durch, ich laufe hinterher. Du bist sicher in der Ausstellung da, aber man kann bei euch natürlich immer vorbeikommen. Und eine Kaffeemaschine gibt es immer noch bei euch, gell? Und Kaffeemaschine. Wir haben einmal ausgerechnet, dass, als ich eine neue Kaffeemaschine hätte kaufen sollen, habe ich zu dem Vertreter gesagt, ja, Gott verdammt, jetzt haben wir es erst gekauft, oder? Und dann hat er gesagt, was, erst gekauft? Und wir schauen einmal, hat er gesagt, du hast 998'000 Getränke rausgelassen. Und dann habe ich zum Hitsch gesagt, zum Bruder, siehst du, wenn wir nur einen Franken verlangt hätten, dann wären wir Millionäre. Etwas, was wir noch vergessen haben, sehen wir es beim Rundgang, denke, gell? Jetzt haben wir Toyota, Subaru und Nissan. Ja, ja. Da habt ihr euch jetzt darauf spezialisiert, gell? Wenn wir zuerst die Werkstatt anschauen, dann willst du die erste Ausstellung? Ja, da laufe ich dir noch. Und dann bin ich im Tümin angelaufen. Aber kaum sind wir ein paar Schritte gelaufen, hat schon geheißen, Grossvater, das ist jetzt aber gut gemacht. Hey Tümin, jetzt kriegst du noch Komplimente von den Jungen. He? Du, das sind wahrscheinlich die Potenziellen. Ja, das ist mein Enkelkind. Ja, eben. Vom Alex. Muss wieder vorspringen. Ja, die sind ja schüch gsi, aber der Tümi, der war eigentlich nie so schüch gsi. Auf jeden Fall hat er das so empfunden. Das war die Garage gsi, wo ich damals gsi bin, so vor 40 Jahren. Und hinten, das war das Büro gsi. Und dann habe ich das erlebt und immer erlebt. Da kommt der Heiri Reiner, ehemals Bankdirektor und Schulratspräsident. Hoi, Heiri. Schauen wir gleich schwingen. Ist der Licht geschwingt? Fährt der Heiri in Opel, oder? Nein, der Heier fährt kein Auto mehr. Er fährt kein Auto mehr. Kein Auto mehr? Nein. Er hat aufgehört. Jetzt hat er eben an der Waschschlüssel vom Waschcenter, wo es noch ein paar Rappen drauf hat und die machen wir noch. Hoi, ja du, hä? Korrigieren und den Schlüssel zurückgeben. Ein paar Rappen ist eindeutig untertrieben. Das übrigens ist der Christoph Beck, Vorsteher vom Triesenberg. Das ist auch der Fiat, den wir nachher dann noch sehen. Und hier nimmt jetzt der Juniorchef, der für Mechanische zuständig ist, der Tümi Schwendener Junior den Schlüssel und sieht, dass er vom Patch noch mehr als ein paar Rappen drauf sind. 80 Franken hast du noch drauf. Ja. Kannst du jetzt noch mal ein Bier übernehmen? Ja? Ja, so geht es eben zu und her in der Riegarage. Immer ein bisschen lustig, 80 Franken lang für ein Bier. Der Tümi Schwendener, den wir gesehen haben, für das Mechanische zuständig. Und das ist der Alex Schwendener, auch ein Sohn vom Tümi. Er ist vor allem für den Verkauf zuständig. Natürlich da auch ein bisschen gestresst jetzt vor dieser Frühlingsausstellung. Und hinten haben wir den Autoverkäufer noch gesehen, winken. Und wir haben hier noch einen Schwenk gemacht auf die Ausstellung, die wir eben hier anschauen können. Aber nicht nur gerade bei der Frühlingsausstellung, sondern das ist ein Schauraum, der eigentlich das ganze Jahr so sehr schön und sehr gut ausgestattet ist. Ja. Und dann sind wir halt mal ein kleines bisschen wieder weiter gegangen und haben noch einen alten Toyota angeschaut. Das ist schon 50 Jahre Toyota. 50 Jahre Toyota haben das Jahr. Oder? Haben wir dort ein Auto, wo genau eines von den ersten, die in die Schweiz kam, ist von der Toyota. Heula. Aha. Das hat mich natürlich interessiert, weil wir haben so einen Terzel gehabt. Und eines, das vor 50 Jahren kam, das hat mich interessiert. Ja, das ist natürlich ganz ein modernes Gefährt hier, hä? Ja. Aber wie gesagt, das ist ein Radio. Ja, wie gesagt. Hat mich gerade ein bisschen zurückerinnert an die ersten Autos, die ich hatte.
Etwas Spezielles ist es schon, so ein altes Auto. Manchmal denke ich mir, so ein Oldtimer wäre noch etwas Interessantes. Dann aber bin ich mit dem Tümi weitergegangen zur Wäschanlage, vorbei an den Occasionen. Die Occasionen, gell? Und aber die Wäschanlage, die ist auch hervorragend. Also... Die ist super. Ist auch gut ausgelastet, wirklich. Super. Auch die beiden Lanzenplätze hier, die sind super. Musst du noch dahinten hocken bleiben? Da, oder? Nein, nein, kannst hier fahren. Es geht uns hier auf, wenn der andere Ein Wäschelage von der Spitzenklasse hat mir einer gesagt, der hier Wäsche gegangen ist. Man steigt aus, man legt den Patch dann dort rein, man wählt das Programm und dann ist eigentlich schon alles erledigt und sei speziell. Wir sind mit dem Tümi weitergegangen zu einem anderen Ort von seiner Garage. Auf der Prüfstrasse kann man eigentlich die wichtigsten Sachen vom Auto testen, ohne dass man auf eine Probefahrt geht. Wir fahren mit dem Auto hier rein. Auf der Platte, wo meine Füße ist, die ist beweglich, wie ihr seht. Und da tut es messen, ob die Lenkgeometrie stimmt. Man sagt, er hat zwar Spurplatte, aber sie tut eben den ganzen Abrieb vom Rad messen und zeigt es dann dort vorne. Ist jetzt leider ausgeschaltet. Zeigt es dann die Werte an. Dann geht das Auto weiter und das machen wir in der Vorderachse und in der Hinterachse. Wissen wir. Dann kann man hierher. In der ersten Rollenpaar testen wir Kilometer. Also ob der Kilometerzähler stimmt, kann man hier das Auto bis auf 120 kann man es eigentlich fahren oder man kann es mit dem Motor antreiben. Wenn er den Tacho auf der Hinterrad hat. Kannst du einen Kilometer den Tacho, kann man das überhaupt verstellen? Oder ist das fix eingestellt heutzutage? Ja, man kann ein bisschen korrigieren und sonst muss man auch einschicken. Das sind Spezialfirmen, die das eigentlich machen. Eben, ja, ja. Also, dann hier sind Stossdämpfer, die roten Platten. Da tut es Stossdämpfer testen. Links, rechts, tut alles dort vorne speichern. Hier haben wir Bremsen prüfen, links und rechts. Das ist dort, wo du fast ein bisschen liegen, wenn du hinten hockst. Ja, wenn du das machst, das am Pump, oder? Jawohl. Und dann geht es auf den Lift. Hier lassen wir das Auto in die Höhe. Dort vorne haben wir Rüttelplatten, wo man dann ein Steuerrad festklemmen muss, oder man hat so eine Zange, wo man das Steuerrad fixieren kann. Und dann tut das dort unten rütteln, dann kann man unten dran schauen, ob es irgendwo Spiel hat. Und dann fährt das Auto wieder dort raus. Die Lichter die kann man dort hinten kontrollieren und dort ist das Scheinwerfer-Einstellgerät, kann man gerade unten messen. Und weißt du, wenn du so die Geräte anschaust, ja, die zum Teil horrende Kosten verursachen, das war ja damals schon anders gewesen, oder? Ja, das war schon anders gewesen. Die Prüfstrasse kostet ohne bauliche Massnahmen 120'000 Franken, nur diese Strasse, also ohne die Lenkgeometrie, die ist schon 30'000 Franken. Das ist die Lenkgeometrieanlage, spezieller Lift, der sich selber nivelliert, also immer 100% eben ist. Das ist der alte Waschraum. Da haben wir früher das Auto gewaschen. Der Neubau da jener dazu ist. Und wo wir es dann gemacht haben, haben wir das Fenster, das da gesehen ist, haben wir rausgebrochen und haben einen Durchgang gemacht. Das ist heute für die grossen Lieferwagen. Ist hier eine schöne Höhe und ist platzig. Also hier ist die Werkstatt. Da haben wir 6 Lift. Ja, ich glaube 6, ja. Plus deren, denen sind 7. Da machen wir die mechanischen Arbeiten machen. Service, einfach alles, was mit dem Auto jedes tagtäglich anfällt. Du, jetzt, aber jetzt muss ich dich fragen, jetzt steht ja da ein Fiat dahin. Das heisst also... Ja, das ist jetzt ein Schönheitsfehler. Aber man kann bei euch auch so andere Autos bringen als Toyota, Nissan
und sauber, oder? Also am liebsten haben wir natürlich schon unsere drei Marken, weil da sind wir Spezialisten. Und das andere muss man halt immer wieder Ersatzteile holen, man muss Spezialwerkzeug verleihen. Und das ist manchmal ein bisschen umständlich. Und am günstigsten schaffen wir sicher bei unseren eigenen Marken. Weil dort sind wir wirklich die Spezialisten. Eben, man braucht schon Diagnosegeräte natürlich dort mal wählen. Ja, die sind heute so, schon anfangen vielfach alle Marken kompatibel, aber ja, es ist einfach die Erfahrung, die einem fehlt bei diesen Fremdmarken. Und wir werden natürlich auch von den Herstellern, werde ich fortlaufend mit Pulten versorgt. Wenn das und das ist, dann schauen sie erst dort und dieser Zeug. Und das hat natürlich eine Fremdgarage nicht. Und wir haben es nicht, wie zum Beispiel von dem Fiat. Vielleicht ist das ein Auto von einem Lehrling oder von einem Passant, der jetzt hier etwas gehabt hat, wo wir geschwind schauen. Gut. Normalerweise fliegen wir Toyota, Subaru, Nissan. Mit dir könnten wir noch eine Stunde lang reden, aber wir laufen jetzt einfach mal ohne Worte dann hinterher. Aber Tömi, etwas würde mich schon interessieren. Also so kurz vor 78, darfst du mir auch noch ein bisschen Wünsche tun. Was wäre so dein grösster Wunsch? Mit dem Auto von da weg auf China fahren. Mit Waffenheim? Toyota, Lenkhäuser.